Bist du sicher, dass sie das nicht dürfen? Boah, es ist schon ewig her. Ich weiß, dass ich in einem anderen Stream war das Thema mal im Gespräch. Da ging es auch um da ging es auch um die Gesetze, was Tiere angeht, dass Sodomie noch gar nicht so lange in Deutschland verboten ist. Aber ich meine, dass das tatsächlich nicht... Heiraten ist auch noch was ganz anderes. Naja, Akutenshi. Etwas, wenn zwei Erwachsene etwas tun wollen, dann kann das Gesetz dir nicht verbieten, dass die das tun. Das ist dir schon klar. Das heißt, du kannst rein vom Gesetz her auch nicht verbieten, dass Geschwister das miteinander machen. Das ist dir leider nicht möglich. Sodomie? Sodomie ist das mit Tieren. Wenn kranke Menschen Dinge mit Tieren tun, die man definitiv nicht mit Tieren tun sollte. Und ich meine nicht ermorden. Geek findet, sie sollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. Das bin ich. Boah, ich werde so eine Mega-Power-Trank-Fabrik aufbauen. Sobald ich das kann. Ermorden geht klar bei Tieren. Nein, ermorden geht nicht klar bei Tieren. Das habe ich nicht gesagt. Leider nicht besser. Höheres Level, aber nicht besser. Wobei, dann ist die Frage... Nö, keine Ahnung. Auch nicht besser. Oh yes, ein Zylinder. Mega. 80. Wow. Erhöht das Schaden mit Crucio. Ist gut. Habe ich noch nicht. Aber schön, dass ich schon freigeschaltet habe. Erhöht das Schaden durch alle schädlichen Zaubersprüche. Das ist mal ein Kontrast. Ich muss auch mal gucken, ob es einen Mod gibt, womit man seine Klamottenauswahl behält. Dass man nicht immer wieder seine Klamotten neu suchen muss. Okay. Die sind nicht besser. Sollte es aber im Nachhinein rauskommen, aufgrund eines ungewollten Kindes, wird es geahndet. Zumindest beim ersten Grad Verwandten. Ja, aber das sind ja Geschwister, ne? Das sind ja Geschwister. Oh nein. Da ist ein Troll drauf. Wie geil ist das denn? Einfach. Einfach super. Alleine wegen den ganzen verschiedenen Hüten ist das schon mega. Der Gassenhut. Was gibt es eigentlich für eine neue Brillenoptik hier? Was haben wir denn noch? Nee. Nee. Hm. Bin weiterhin großer Freund. Großer Freund von meiner Brille. Nö, nö, nö. Ich behalte die. Die ist hübsch. Hogwarts-Handschuhe, legendäre Handschuhe.
Magic. Da haben wir ja noch was drauf. Servus Akatosh. Heute ruhiger, I like. Gestern hat hier irgendjemand einen Haufen Sachen geschrieben. Was? Trollman-Boobs? Dinge, die man nicht tun sollte mit Tieren und ich meine nicht ermorden. Aussage zu ungenau, Hund von Freundin gegessen. Dann erklär mir mal, wie du den Hund deiner Freundin essen möchtest, ohne ihn zu töten. Das ist, glaube ich, sehr kompliziert. Ein Geheimnis fehlt noch. Oh ja. I like it. Magische Tierwesen und was mit ihnen zu tun ist. Oh je. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Ja. Revelio. Aber ich hatte, ne, grundsätzlich recht, ne? Erster Grad sind Geschwister. Hm. Ein harter Arbeitstag macht den Kopf. Ah, wie schön, Sie wiederzusehen. Wie schön, Sie wiederzusehen. Ich wollte nur ganz kurz Sachen verkaufen. Schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Auch ein guter Mod. Alles auf einmal verkaufen. Ja, sind es? Okay. Ja, es gibt aber schon kranke Menschen auf der Welt, ne? Sie werden diesen Besen lieben. Das verspreche ich Ihnen. Weiß ich nicht. Aber ich habe jetzt ja auf jeden Fall alle Besen von dir gekauft. Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis bald. Alleine das finde ich gut. Ich möchte mal kurz anmerken, wir sind immer noch Schüler in Hogwarts im 5. Jahr. Also egal, was wir hier tun und machen, wir sind weiterhin eigentlich Schüler. So, Hauptquest. Sollte man sie mit beiden Händen ergreifen? Armin, Loch ist Loch, oder? Okay, let's go. Ja, wenn du das so sehen möchtest. Hallo, schön Sie zu sehen. Hi. Hallo, Miss Ryan. Ich wollte Ihnen nochmal für die Hilfe mit Rookwood und Harlow am Tag des Trollangriffs danken. Sirona, bitte. Und gern geschehen. Die beiden machen nichts als Ärger. Gut, dass Sie hier waren, als Sie sie gefunden haben. Finde ich auch. Sie sprachen an dem Tag mit einem Kobold. Ja, Lodgok. Er ist ein Freund von mir. Lodgok. Du brauchst jemanden, der nur fürs Clip machen da ist. Ich habe eigentlich gehofft, dass das meine Mods sind, aber die Jobbeschreibung funktioniert nicht. Wir haben uns da noch nicht geeinigt auf irgendwas Sinnvolles. Sie schienen gut miteinander auszukommen. Ich kenne ihn seit Jahren, seit ich hier zu Schulzeiten gekellnert habe, bevor das mein Laden wurde. Er war nett, aber wir waren anfangs noch keine Freunde. Sein Misstrauen gegen Zauberer saß tief. Jetzt sind Sie Freunde? Ja, ich hatte ihn lange nicht gesehen, bis er vor ein paar Monaten herkam. Aber er hat mich sofort erkannt, was ich von einigen meiner Mitschüler nicht sagen kann. Die begriffen nicht gleich, dass ich eine Hexe und kein Zauberer bin. Nicht alle Kobolde sind wie Ranrock und seine Anhänger. Lodgok ist genauso besorgt wie wir darüber, was da vor sich geht. Wenn das so ist, würde ich gerne mit ihm sprechen. Vor allem über Ranrock. Wo finde ich ihn? Ich nehme an, es geht um die Gerüchte über die Zusammenarbeit von Ranrock und unserem Freund Rookwood. Das stimmt. Wenn er nicht hier ist, findet man ihn oft im Eberkopf, wo er Geschäfte macht. Er ist Metallhändler. Sagen Sie, dass Sie von mir kommen. Er kann Hexen und Zauberern gegenüber etwas misstrauisch sein. Auch so jungen wie Ihnen.
Wenn Sie allerdings Informationen suchen, um Ranrok in Schach zu halten, ist Lodgok Ihr Verbündeter. Ist es eigentlich ein Zufall, dass Ranrok, Rootbook, Rowling alle irgendwie ähnlich klingen? Und das sind drei, die Zauberer so hassen und wahrscheinlich auch sie, weil sie eine Hexe ist und kein Zauberer mehr? Ich bin zum Clip erstellen zu perfektionistisch. Ach, Sirona war zur Schulzeit noch ein Zauberer. Guten Morgen. Guten Morgen, dass dir das aufgefallen ist. Rowling? Ja, Rowling. Danke, Sirona. Wenn Sie Lodgok finden, dann grüßen Sie ihn von mir. Die haben das Voice-Over vertauscht. Ich weiß nicht, womit Sie sich solch mächtige Feinde gemacht haben. Aber bitte, passen Sie gut auf sich auf. Ach, mächtig, pupächtig. Ich werde die alle weg. Expelliarmus hier. Bitte, woher soll ich denn wissen, wann die Transformation war? Also, man hat mir mal erzählt, dass die Leute so auf die Welt kommen. Man sollte niemals für jemanden arbeiten, der den Cruciatus Fluch wirken kann. Warum nicht? Was für ein unhöflicher Vorschlag. Sehr unhöflich. Zack, der Kopf ab. Oh, tut mir leid. Alohomora. Alohomora. Ach, komm schon. Das ist so eine Millimeter-Ding manchmal hier. Ich fühle mich wegen meiner Unwissenheit schikaniert. Echt so. Echt so. Blaue Sonnenschutzbrille. Die hab ich doch schon. Was haben wir? Hallo, Homora. Was? Ich glaube, das ist ein Zufall mit dem Namen Rowling und Rookwood. Und what the fuck, von wo kommt der Pimphut? Da schaut man mal kurz weg und voilà, hoffe man hat der Pimphut. Klar. Rebellion. Bis ich mich mit Hauselfen eindecken kann. Du gehörst mir, Demi-Guys. Mhm. Wo? Oh. Hä? Wo ist denn... Wie hast denn du den gesehen? Hm. Demiguys Mond. Zack. Die Haushälfte sind eine Bitch-Enforcer, oder was? Ja, richtig. Die Geldeintreiber. Ne, das sind eher Kobolde. Also für mich sind Geldeintreiber eher Kobolde. Würde ich jetzt mal sagen. Einhornblut hält einen am Leben. Hallo, schön dich außerhalb der Burg zu sehen. Gleichfalls, Amit. Wer von euch ist das? Und halte nach dem scheuen Riesen. Auch wenn man Lumos kennt, kann man... Hallo, Homora. Was? Warum denn? Ganz ehrlich, eigentlich erfüllen wir doch nur das Klischee. Es ist doch auch in den Büchern immer wieder so, dass die Zauberer, wenn die sich bei den Muggeln bewegen wollen, immer irgendwie so übertrieben anziehen. Also du erkennst einen Zauberer in der Muggelwelt, weil er irgendwie komplett nicht zusammenpassende Klamotten anhat. Bitteschön. Jetzt erstmal shoppen gehen. Das ist baugleich das gleiche Haus. Das Geheimnis? Die Schwierigkeiten mit Gott und Griffin. Die einfachen Allee.
Willkommen im Eberkopf. Setzen Sie, wo Sie wollen. Okay. Sie kommen mir bekannt. Na, mein Freund. Hallo, Lord Gok. Sirona sagte, ich finde sie hier. Allein wieder sitzen. Hat sie Ihnen Neuigkeiten mitgegeben? Nein. Eigentlich wollte ich mit Ihnen sprechen. Es geht um Renrock. Jetzt erinnere ich mich. Die drei Besen. Der Tag des Trollangriffs. Hinter Ihnen ist er also her. Richtig. Und ich muss wissen, was er und seine Anhänger vorhaben, um Ihnen voraus zu sein. Sagen wir mal, ich wüsste es. Warum sollte ich Ihnen trauen? Weil ich fresh aussehe. Guckt mich doch mal an. Also wirklich. Dobby würde diesen langen Finger da hinstecken, wo kein Lumos hinscheint, wenn du Lord Otter das Kind nicht bald gibst. War das ein Spucknapf? Ja, es war ein Spucknapf. Sirona vertraut mir. Sie sagt, wir hätten vielleicht dieselben Interessen. Tja, wenn Sirona Ihnen traut. Na gut. Vielleicht weiß ich etwas, das uns beiden helfen könnte. Ich könnte Renrock seine Pläne entlocken. Das glaubst du doch selber nur. Vor Jahren stahl eine ruchlose Hexe ein heiliges Koboldrelikt. Es heißt, dass es jetzt in ihrem Sarkophag liegt. In einer Gruft, die nur Zauberern zugänglich ist. Renrock und ich haben uns vor einiger Zeit zerstritten. Das Relikt könnte unser Zerwürfnis beenden. Okay. Schau dir Ottermann doch an. So ein Pimpud ist way too trustworthy. Ja. Das ist doch, hallo? Guck mal, wie der grinst, der Troll auf dem Hut. Das muss doch, also, ich verstehe das Problem. Na gut. Ich beschaffe das Relikt, wenn Sie mir dafür Renrocks Pläne verraten. Wir müssen uns wohl vertrauen. Ich darauf, dass Sie nicht mit dem Relikt verschwinden und Sie, dass ich Ihnen sage, was ich herausfinde. Tragen Sie zusammen, was Sie brauchen. Wir treffen uns beim Grab der Hexe. War auch nichts, wir können direkt hingehen. Das Grab ist direkt bei Hogsmeade? Ah, okay. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Ein Troll auf dem Hutportier. I am pretty. Hallo, Homura. Sehr gut. Geht doch. Lalala. Echt schön, wie wir einfach überall einbrechen und es niemanden interessiert. Nö. Sehr gut. Geh mal die Küche raiden. Ich hoffe, erfolgreich. Bereit. Gut. Wir dürfen ja, ganz kurz. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Wir nehmen mal den Zauber. Hier machen wir das so. Fliegen und heranziehen. Das wird jetzt gerade erstmal unser Usability-Kasten. Entschuldigung. Was ist das für ein Relikt, das ich holen soll? Ein wertvolles Erbstück, bekannt als Erdkotz Helm. Erdkotz. Die Hexe sah sich als Sammlerin und kaufte den Helm als Schmuckstück. Ihr war egal, welchen Schmerz sie den Kobolden zufügte. Kobolde glauben, dass der rechtmäßige Besitzer eines Gegenstands sein Erschaffer ist, nicht sein Käufer. Zauberer sehen die Dinge anders. Ein Wunder, dass Kobolde und Zauberer je zusammenarbeiten konnten. Oh ja. Es gibt unzählige Unterschiede zwischen uns. Ganz offensichtlich. Es mag Sie überraschen, aber ich halte diese Unterschiede nicht immer für unüberwindbar. Das ist der Grund, aus dem ich heute mit Ihnen zu diesem Grabmal reise. Ja.
Mal gucken, wann uns die ersten Gegner begegnen. Ah, und hier ist es, das Hexengrab. Hier stand ich schon. Ein schrecklicher Ort, nicht wahr? Hier stand ich schon und wusste nicht, was ich tun soll. Viel Glück bei der Suche nach dem Helm. Wow. Ein Zauberstab sollte dabei von Vorteil sein. Haben Sie denn noch Fragen, bevor Sie aufbrechen? Was macht diesen Helm denn so besonders? Mhm. Erdkotts Helm ist ein antikes, geschichtsträchtiges Relikt aus einer Zeit der Einigkeit zwischen den Kobold-Clans. Er inspirierte zu wahrer Größe, jedenfalls bis er nicht mehr unser war. Dann wurde er etwas anderes. Ein Symbol all dessen, was verloren ging, was uns die Zauberer genommen haben. Es zurückzuholen würde den Kobolden viel bedeuten. Und Renrock. Er wäre mir dankbar, wenn ich es zurückgeben würde. Aber dann würde er den Helm auch aufsetzen, oder ne? Renrock und Rookwood haben sich anscheinend verschworen. Warum nur? Ich hörte davon. Wenn jene mit finsteren Herzen sich verschwören, offenbaren sie ihre Absichten nur selten ganz. Okay. Ich kann nur spekulieren, aber ich denke, dass ihr Bündnis recht zerbrechlich ist. Hoffen wir, dass unseres stabiler ist. Ja, Renrock ist tatsächlich ja der Auftraggeber von Brookwood. Ich schätze mal, Sie wissen nicht, was mich in dem Grab erwarten könnte? Da eine dunkle Hexe involviert war, besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sie auf die dunklen Beschützer namens Inferi treffen. Die verderbten Geschöpfe gedeihen in Dunkelheit und Kälte. Vernichten Sie sie mit Licht, Kraft und am effektivsten Feuer. Ich weiß. Jetzt ist mir alles klar geworden. Ich hoffe, dass unser Bündnis Früchte trägt. Nochmals viel Glück. Let's go. Ich werde hier sehnsüchtig Ihre Rückkehr erwarten. Apropos let's go. Gut, das habe ich sogar schon freigeschaltet. Passen Sie auf. I try my best. Wenn dein Zauberset eine Kraft, Kontrolle und... Rebellion. Okay. Das ist ein automated home. Eine automatic home Höhle, weil das Licht geht automatisch an. Verschlossen. Ja, wir müssen Schmetterlinge finden. Lumos. Revelio. Motten. Seltsam. Was ist daran seltsam? Das ist schon die, weiß nicht, 50. Tür davon. Revelio. Bei Merlins Bad. Und ich glaube, das ist das, weswegen diese Tür nicht von denen öffnenbar war. Confrido. Das funktioniert nicht. Revelio. Da ist eine Kiste. Was haben wir denn hier? Das kann nicht das Grab der Hexe sein. Ich muss wohl noch weitersuchen. Lumos. Seltsam, weil Mottenrätsel nicht immer mit den bösen Kräften zu tun hatten. Nö, das wird. Confringo! Gependo! Confringo! Gependo! Muss ich die Tür reparieren? Repar! Vielleicht kann ich die Tür mit einem Zauber öffnen. Ja, das war mir schon klar. Die Frage ist, welcher, du Nudel? Lumos. Frage ist nicht, ob mit einem Zauber, sondern mit welchem.
Trevelio. Ich glaube, hier ist noch jemand. Wie auch immer die hier reinkam. Ach so, in Feri, natürlich. Die mussten hier nicht reinkommen, die waren schon hier drinne. Confringo! Diese Imperi sind schrecklich! Stipendio! Confringo! Protego! Stipendio! Mann. Was, Lord Noodle, wenn ja, der Hut verlangt Respekt. Trevelio. Das ist der Zylinder der Macht. Irgendwie glaube ich nicht, dass ich unbedingt was brauche, um da drauf zu springen. Rebellion. Geht das auch ohne? Confringo. Da geht's weiter, aber vorher will ich hier lang noch gucken. Da war eine Sackgasse, hier ging es nicht weiter. Hier komme ich rauf, glaube ich. Oder auch nicht. Richtig mitnehmen. Ringardium Leviosa. Reicht das? Dass der jetzt ohne diese Kiste da hochgerannt ist, das ignoriere ich jetzt einfach mal. Zack. Erst Arbeitsaufwand produzieren und dann geht's auch ohne. Lumos. Es irgendwie antreiben könnte, ließe es sich vielleicht drehen. Antreiben könnte. Ringardium Leviosa. Aber wie treibt man das an? Lumos. Das war der falsche. Hier drauf ist eine Motte abgebildet. Genau wie auf der Tür. Hä? Revelio. Ach, oh nein. Lumos. Oh, bitte nicht. Ich glaube schon. Und jetzt kann ich das wahrscheinlich antreiben. Lumos. Was ein Rätsel.
Was ein Rätsel. Kabu. Rebellion. So, wo geht's hier hin? Das sieht irgendwie aus wie weiter, aber da hinten ist das Zeichen dafür. Da sind Knochen. Was war das nochmal? Repar. Ich glaube so nicht. Die Plattform muss näher heran. Nur wie? Akio, Wingardium Leviosa. Akio, Wingardium Leviosa. Oi. Rebellion. So ein ekelhafter Effekt eigentlich. Gut. Knochenbrücke erfolgreich gebaut. Was hängt denn da? Das wirkt instabil. Auf nach unten. Das ist der einzige Weg. Tag hier. Okay. More Kisten. Warum macht er das immer automatisch? Ist auch komisch. Irgendwas ist da schief. Dass er das automatisch danach macht. Magische Skelette, Brücke, tell me your dark wizard without telling your dark wizard. Rebellion. Da habe ich sogar gerade eine Idee für einen Clip, den man machen könnte. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Ja. Offensichtlich. Aber wie komme ich denn in diesen Bogen rein? Ja, ja, komm, spring schon. Du wirst. Ist doch nur Wasser. Da ist der nächste goldene Punkt. Hier wird wahrscheinlich der Weg zurück sein. I guess. Yes. Ich vermute, Sie sind die Person, die sich in eine ziemlich persönliche Angelegenheit eingemischt hat. Die Demigeist-Statuen und die darin enthaltenen Monde wurden aus gutem Grund an ihren Plätzen aufgestellt. Sie sollten sich nicht in die persönlichen Angelegenheiten anderer einmischen. Mr. Pemberton wollte bestimmt nicht sein eigenes Briefpapier nutzen. Er weiß etwas über die Demigeist-Monde. Offenbar ist er in Hogsmeade. Ich sollte ihn mal besuchen. Das ist ziemlich random, dass der plötzlich uns eine Nachricht gibt. Und vor allen Dingen, wie kommt der Brief hier in die Höhle? Dass ich nichts verstehe. Rebellion. Confringo. Expelliarmus. Stupendo. Glacio. Stupendo. Confringo. Defendus!
dass die sich porten, ne? Ist total Banane. Eigentlich kannst du den nicht einfach ausweichen oder auf Entfernung spielen. Oh, und Kabu. Yeah, Multikill. Das ist es, Magie. Ja, das kann sein. Aber es ist halt bescheuert, dass die Gegner sich beim Angriff automatisch nach vorne porten. Das macht halt, weiß ich nicht, das macht halt logisch einfach keinen Sinn. Unabhängig von Magie. Lumos. Das heißt, auf Entfernung kannst du überhaupt nicht setzen in diesem Spiel. So, das hätten wir... Lumos. Ich nehme mich mit. Du musst da an die Tür. Okay, das funktioniert gar nicht. Lumos. Geht's hier hin? Das mit dem Magie war auf dem Brief in der Hülle. Aber Briefe werden hier über Eulen zugestellt. Scheiß auf Magie. Briefe werden per Eule zugestellt. Und ich bin in einer fucking Höhle. Wie kommt denn eine Eule in die Höhle? Lumos. Okay. Depulso. Arresto momento. Lumos. Ach so. Ah, die habe ich gar nicht gesehen. Durch den Eingang geflogen. Vielleicht hat Lord Eritos von und zu Otter einen besseren Eulenanbieter als der Rest der Zauberer. Lumos. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil wir haben keine eigene Eule tatsächlich. Lumos. Komm rüber, mein Freund. Entschuldigung, ich hinterfrage das halt einfach gerne. Ich hinterfrage das einfach nur gerne. Die letzte Ruhestätte der Hexe. Lodgok sagte, der Helm befinde sich in ihrem Sarkophag. Mhm. Confringo! Okay, ich kann es nicht anmachen. Ich vermute mal, das geht jetzt automatisch an. Eine tote Erschwinderin. Deine Leute haben sich mit dem Helm davongemacht. Den sollte ich Lodgok zeigen. Revelio. Natürlich. Es gibt einen Mechanismus zum Öffnen der Tür. Wie hast denn du das jetzt rausgefunden? Okay. Magic. Hi, Lodgok. Lodgok, Gok,
Lodgok, der Sarkophag war bereits geplündert. Da war kein Helm, nur eine tote Erschwinderin. Verdammt! Sie sind uns zuvorgekommen. Wir müssen ihn holen, bevor Rookwood sich damit weiter bei Renrock einschmeichelt. Ich habe eins ihrer Lager in der Nähe gesehen, aber sie werden allein gehen müssen. Ich kann nicht mehr kämpfen. Ich kann nicht mehr kämpfen? Warum? Ich kümmere mich darum. Ja, bist gut, du. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Wenn wir den Helm nicht vor Rookwood bekommen, haben wir nicht einmal mehr den Hauch einer Chance, uns mit Renrock gutzustellen. Dein Wort in unerträglich, dass diese Ohr. Elenden Diebe jetzt solch ein Relikt haben. Wenn wir schon die mal auf dem Weg sind. Die sahen auch schon mal besser aus. Wenn wir schon mal da sind. Revelio. Keine Ahnung. Ja, herunter. Déjà-vu, meine Freunde. Déjà-vu. Déjà-vu. Das wäre gelöst. More Kapazität. Jetzt war nochmal die Frage. Ich hatte die Knochen hier. Ich muss die Knochen zu mir ziehen. Jetzt bin ich der Äppel. I need some bones. Wingardium Leviosa. Besser. Da sind sie. Die Erschwinderinnen. Das hört sich an wie ein Troll. Das hört sich wirklich an wie ein Troll. Das ist ein Troll. Levioso. Das war noch hier. Du hast Kelliam, Levioso. Sofort haben wir auf. Contringo. Defindo. Protego. Ich bin dieses Kontrinko, bevor du greifst. Du von Zivu. Einmal das. Expulso. Contringo. Du von. Du solltest fluchen. Contringo. Protego. Schau mal nach oben. Ekeliam. Contringo. Akio. Fang den Stein. Levioso. Reines Glück. Ganz besser noch mehr. Komm schon. Contringo. Yes. Ekeliam. Das ist ein Mann. Levioso. Akio. Stup. Ach, blöder Sack, komm her. Contringo. Defindo. Protego. Stupo. Defendo. Stop. Gazio. Contringo. Defindo. Yes. Easy clap. Ein
stinkender Koloss weniger. Magikom, Zauberphone und M2 wären da bestimmt Mainstream-Anbieter. Zauberphone. Rebellion. Magikom. Grausamkeit 2. Ah. Das war es. Das ist für Rookwood. Ein Lamm auf der Schlucht. Hey, komm, Pringle. Hey, du. Ich schäme mich. Du hast Nora Treffel befreit. Komm, Pringle. Expelliarmus. Leviosus. Accio. Ja. Und es war sogar eine Erschwinderin. Sure this. Magikom klingt eher, es würde es eine dystopische Parallelwelt geben, wo Magie die Welt erschafft. Sieht übernimmt. Recht dunkel aus. Aber das hat mich noch nie aufgehalten. Und alles Magie und so heißt. Oh, wieso denn dystopisch direkt? Die Erschwinderinnen sind in Helm los. Magie. Sehr gut. Das wird Renrock sicher beeindrucken. Der Helm strahlt noch viel heller, als ich geahnt hatte. Die Gravur, die Konturen des Profils. Unglaublich. Mhm. Er ist fantastisch, Lord Gok. Ich verstehe, warum Sie ihn zurück wollten. Dass sie den Helm zurückgeholt haben, ist ein Glück für die Diebe. So mancher Kobold hätte dafür getötet. Naja, ich hab das ja jetzt auch getan. Dann bin ich ja froh, ihn los zu sein. Danke. Damit gewinne ich Renrocks Vertrauen. Ich gehe gleich zu ihm. Das wird ihn von seiner Suche ablenken. Seine Suche? Es ist nur so eine Ahnung. Sie haben mich tief beeindruckt. Ich bin froh, ihnen vertraut zu haben. Die Suche. Wir reden bald wieder. Erstmal sollten wir unsere Vereinbarung für uns behalten. Viele werden nicht glauben, dass wir ähnliche Ziele haben. Lumos. Urtoxhelm. Okay. Gut. Jetzt haben wir die Mission mit den... Hallo. Ich frage mich, ob Sie bei Gelegenheit in den drei Besen vorbeikommen könnten. Ich könnte Ihre Hilfe gebrauchen. Klar. Klar könntest du das. Wie gesagt, vermisst meine Schwester Anne Hogwarts sehr. Sie hat sich irgendwie verändert. Denkst du an dein Versprechen, sie mit mir zu besuchen? Ich breche bald nach Feldcroft auf und freue mich darauf, dich dort zu sehen. Es liegt südlich von Hogwarts. Hoffentlich kommst du jetzt mit dem Explosionszauber zurecht. Er gehört zu meinen absoluten Favoriten. Ja. Ich habe Dean gebeten, Ihnen dabei zu helfen, den Raum zu nutzen, um Ihre Ausbildung im Bereich Tierwesen zu vertiefen. Oh, yes. Bitte treffen Sie ihn dann dort. Ich habe schon seit einiger Zeit nichts mehr von meinem Onkel Roland gehört. Ich bin ganz außer mir vor Sorge. Können wir uns im Innenhof treffen? Kann man chinesischen Kaukohl essen? Zack, eine Hauptmission gemacht. Eine Hauptmission gemacht. Du kriegst 3 Milliarden weitere Missionen. Das ist so typisch. Was haben wir jetzt hier freigeschaltet? Den Fähre besiegt. Gut. Aufträge. So, was haben wir denn da? Adelaide Oaks. Der Mann in den Monden, ja, das ist okay. Koboldlager. Drei Besen. Zauberanweisung für Beschwörung. Kräuterkunde. Finde heraus, was mit Bardolph Bormore passiert ist.
wie ich mit dem Schnappsack magische Tierwesen retten und sage, ja, bitte. Und das machen wir auch. Denn, das ist, die Slytherin-Mission ist ja die, durch die man die unverzeihlichen Flüche lernt. Oh, Raffaello. Nee, Raffaello, warte. Raffaello ist das mit Kokos, ne? Das ist ein Ort wie aus dem Märchen. Das müsste das mit Kokos sein. Das ist nichts für mich. Revelio. Ich mag diese künstliche Kokosnuss nicht. Unfortunately. Ja, das ist nichts für mich. Ich mag eher Rocher. Die Dinger könnte ich einfach fressen. Komplett. Mit Kokos. Schön, Sie wiederzusehen. Da ist ein Ohr anscheinend. Was kann ich denn für Sie tun? Ich würde gerne was verkaufen. Was verkaufen Sie hier? Wonach steht Ihnen denn heute der Sinn? Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. So much stuff. Du, 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 du. Alles ist schlechter. Auch schlechter. Nach Rocher fühle ich mich immer so träge bei der Menge, die ich tilge. Fühle ich. Ja, es ist irgendwie Kokosnuss. Ist nicht meins. Schauen Sie doch gern jederzeit wieder vorbei. Ferrero Küsschen ist auch geil. Aber was ich tatsächlich, da kann ich auch nicht so viel von essen. Das ist immer die Süßigkeit mit Erdnussbutter. Sei es dieser Wunderbar-Riegel oder sei es Reese's oder sowas. Ich könnte da sterben. Ich könnte einfach sterben. Was haben Sie jetzt vor? Du bist hier.